Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Sonic Dream Team. Weiter geht's mit Ego City Akt 2, der vierten der vier Welten im Spiel. Und wir schauen uns jetzt an, was einem hier geboten wird. Freunde, war ja schon ganz anspruchsvoll und komplex, Akt 1. Mich würde nicht wundern, wenn wir genau da weitermachen. Aber so dunkel und dystopisch, wie man es erwartet hat von Eggman, so stellt er sich sein Eggman Empire doch gar nicht vor. Also vielleicht finde ich mich ja damit ab, ne? Vielleicht ist das Eggman Empire einfach auch eine gute Idee. Vielleicht sollten wir ihn einfach mal machen lassen, Sonic. Was hältst du davon? Lass ihn doch einfach mal, den Doktor. Hier kann ich nicht wechseln, während sich die Plattform bewegt. Das ist ja schade. Ich klettere nämlich gerne nochmal nach oben. Wie immer, nur in der ersten Aufgabe halten wir Ausschau nach roten Ringen etc. Primär nach den roten Ringen. Aber alles, was wir im blauen Stuff sehen, nehmen wir auch mit. Okay, guck mal hier. Das erste, gut. Ich vergewisse mich einfach jedes Mal schon mal ob der Position. Wie gesagt, das wäre halt ein Verbesserungsvorschlag. Das könnte man eigentlich noch patchen. Dass du halt siehst, welchen roten Ring du eingesammelt hast. Indem man einfach das anzeigt, was man sieht, wenn man auf Pause drückt. Er kam eigentlich auf den Trichter, ne? Diesen Counter hinzumachen. 1 von 5 rote Ringe. Zeig doch einfach an, Mann. Da war wirklich ein Genius am Werk. Alter, der Eggman sagt, the strict speed limit is 5 miles per hour. Zum letzten Part ein bisschen offscreen den einen Ring suchen musste. Also ich hab's euch geschnitten. Da habe ich den Spruch richtig gehört, dass er sagt, absolutely no speed allowed at all. Also in Eggman Empire darf man überhaupt nicht schnell sein, nur 5 miles per hour. Wie schnell ist denn das? Das sind, weiß nicht, 15, 20 km/h so um den Dreh. The award goes to. Kriegst leider nicht. Ich höre es leider nicht so gut. Ich selbst am Quatschen bin. Hier muss ich also Schlüssel sammeln. I get it. Dann auf geht's. Haut den Schurken auf die Gurken. Ihr wisst zwar nicht, warum. Ich dachte, ich komme da bei diesen blauen Medaillen raus. Herrje. Dann halt so. Ich denke und hoffe einfach mal, dass hier sonst nichts weiter ist. Weiter geht's, weiter geht's. Und wir hauen die Schlüssel in die Schüssel. Das ist ja wohl. Was ist das denn für ein Versteck? Ja, voll gut gesehen. Ey, dann haben wir ja schon bald alle roten Ringe. Das ist ja das vorletzte Level, wo es überhaupt rote Ringe gibt. Müsst ihr euch mal nochmal vor Augen führen. Also im Endeffekt gibt es ja nur noch 7 rote Ringe im Spiel. Es ist aber auch schon, hat schon angezogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist aber okay, dass man sich manchmal ein bisschen dumm dämlich sucht. Das ist immer noch übersichtlicher als die Sonic Frontiers Sachen. Diese, wenn man da alle sammeln müsste. Our world, your future. Also warum hast du, ist es nicht schon unsere Welt? Also ich meine, hier unten. Das macht unverschämt viel Sinn. Warte, ich kann in die Röhre da gehen hinter dem Schlüssel. Aber ich mache hier Lucky Lucky.
Ne? Gut. Nehmen wir die Röhre vollständigkeitshalber dann. Ah, das Spiel funktioniert so schön, ne? Ja gut, das war... Danke, danke. Man weiß es doch nicht. Man muss immer gucken gehen. So, mach mal auf da. Und mal schauen, wo die Reise weiter hinführt. Der nächste rote Ring. Also diesmal sind die leicht versteckt. In Act 1 waren die teilweise echt übel. Fast alle 5, hätte ich gesagt. Ja, da oben war auch noch, ne? Ein Speedway. Da kann ich jetzt auch nicht widerstehen. Verwirrend. Also da kommen wir irgendwie hin, wenn wir da weiter... Ich denke, ich gette es. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen. Und da ist der 5. Ring. Alter, wie einfach ist hier denn alles versteckt, bitte? Steckst du nicht drin? Da müssen wir jetzt zwingend eigentlich nicht mehr großartig Ausschau halten. Vielleicht einfach nur nicht mit verschlossenen Augen durch die Welt laufen. Am besten kriege ich noch die blauen Sachen voll. Das würde vollends bestätigen. Was ich sagte. Na gut, das zwar nicht, aber... Lief doch wenigstens mal wie am Schnürchen. Lief doch wie am Schnürchen. Was die roten Sachen angeht. Ah, das ist jetzt dunkler. Ist Akt 3 so ein bisschen dunkler. Da gehen wir heute noch rein in Akt 3. Wir sind ja gut in der Zeit. Wir sind ja gut in der Zeit. Und allzeit bereit. Aber erstmal Checkpoints mit Amy. Warum kann die den Move? Amy konnte früher gar nichts. So, von den Skills wäre es tatsächlich sinnvoller gewesen, Shadow als Sonics Gegenpart einzuführen. Aber das ist jetzt nun mal, wo wir gerade sind. Und das würde meine Theorie, ist auch wieder ein Indiz für meine Theorie, dass Sonic Dream Team ursprünglich das Sonic Frontiers Mobile Game war. Ne, wie ich ja schon erwähnte, dass ja, die erste Welt Scrambled Shores war ursprünglich Green Hill Cyberspace und Dream Factory war ursprünglich Chemical Plant Cyberspace. Ja, danach wird es nicht mehr so klar. Die dritte Welt könnte immer noch Sky Sanctuary Cyberspace sein. Und das hier? Ey, guck mal so. Ey, ich sag euch was. Lol. Ja gut, ich kann jetzt nicht innehalten. Ich bin ja auf Zeit, ich trottel. Da hinten fahren auch die LKWs, die Autos durch die Lüfte. Wie in diesem Sonic Frontier Cyberspace Leveln, wo ich sagte, basiert auf Speed Highway. Ne, wo die so umherfahren, das würde ja auch voll passen. Seit wann stellt er sich das so vor? Wie so eine moderne Stadt. Also, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich finde schon. Und es gibt ja nicht mehr als 4 verschiedene Cyberspace-Settings in Sonic Frontiers. Und hier gibt es 4 Welten. Sondern statt Shadow einzufügen, nimmt man Amy. Na gut, Cream spielt halt keine Rolle. Cream is Sage, weißt du? Na gut, das ist jetzt albern. Aber... Ja. Das Ding ist halt, Amy ist halt auch gerade noch ein bisschen mehr im Rampenlicht als ohnehin. Und Shadow gerade nicht so. Der Shadow kehrt zurück. Nochmal zur Erinnerung. Isuka sagte, es ist ein Spiel mit Shadow in Entwicklung.
Und das sagte er vor Sonic Superstars. Das heißt, es ist schon in Entwicklung gewesen, als Sonic Superstars in Entwicklung war. Vielleicht wissen wir ja nächstes Jahr mehr. Es macht auf jeden Fall auch Sinn, wenn es den dritten Sonic-Kinofilm gibt. Das machen sie zurzeit ganz, ganz clever. Und Amy ist natürlich, ne, irgendwie... Klar, Amy gehört schon immer fest zur Sonic-Riege, so. Ein bisschen wohler, wenn ich das Fliegen tun kann. Guck mal hier, diese Autos, das ist ja wie in einem Cyberspace-Ding. A little bit. Der Rest gehört ein bisschen Fantasie dazu. Die Meter angezeigt werden, dann kann es ja gar nicht so weit sein. Ja, Amy, ne? Die mit Sonic Origins Plus in die Klassiker eingefügt wurde dieses Jahr und dann in Sonic Superstars zu den spielbaren Charakteren zählt. Die in Sonic Frontiers The Final Horizon zu den spielbaren Charakteren zählt. Der ist ein bisschen lauter, der Spruch. Ja, wo willst du eigentlich hin, Tails? Da. I see. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was wir... Zeit, die Edginess von Shadow einfach mal wieder in Anspruch zu nehmen und zu nutzen, um die Jugend zu überzeugen, wie cool der einfach ist. So cool. So ein schwarzer Igel. Und der macht immer so Pfh. Pfh macht er. Das ist die ultimative Lebensform. Maria. Besser. Das war auch ganz niedlich. Akt 4 sammelt den Traumkristall. Da nochmal so. Ja, mit Klettern haben sie es nicht so. Das sind Schwebelevel in erster Linie. Mal los. Aufgabe 4 in Akt 2. Verdammt. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Habe ich das nicht gespielt? Bei den Tails-Herausforderungen? Sowas oder sehr ähnlich? Uiuiui. Muss man ja auch mal, ne? Muss man mal. Zusehen, dass man das schafft, wie gewünscht. Ja, sind halt kleine Nebenaufgaben, weil sonst hätte ich langsam ein bisschen gemeckert, dass es auch sehr baukastenartig hier zusammengewürfelt wird. Ein bisschen die Kritik an Frontiers. Alles in der Luft rumschwebt. Und da fehlt ein bisschen die Immersion, finde ich. Das ist hier auch so. Ja, dieses Spiel nimmt sich natürlich auch die Freiheit raus, zu sagen, yo, es ist halt eine Traumwelt. So, und das ist sogar legit. Kann sie nicht mal was sagen dagegen, weil es ist halt eine Traumwelt. Meint ihr wirklich, ihr bekommt das hier noch für Apple, für Konsolen?
kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Jetzt mal ganz abseits davon, dass Apple das Spiel angeblich ja mitfinanziert hat. Es wäre halt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten gewesen, ne? Wenn die Entwicklungskosten übernommen werden von Apple. Aber schön von euch. Um ein hochwertiges, also für diese Verhältnisse hochwertiges Sonic-Spiel auf die Beine zu stellen. Das wäre halt, ne? Da sagt Sega dann auch, jo, danke. Dann machen wir das. Könnt ihr haben. Verdammte Axt, Mann. Ist halt schon ein bisschen was verlangt. Ich will jetzt nicht wechseln, ich mach so. Ich frage mich, was es bringt, wenn ich das klettern soll. Wenn wir doch hier lang müssen. Das ist einfach das reguläre Level. Auf Zeit. Mach, wie du denkst. Spieler, mach, wie du denkst. Da sehen wir jetzt ein bisschen die Eggman-Statuen aufploppen im Hintergrund. Aber man muss sagen, in der vierten Welt in Ego City ist halt auch ein bisschen was los. Ne? Wir sehen Sachen auf dem Screen. Das würde ich mal nicht anders behaupten wollen. Okay, wir sind ja gut in der Zeit. Dann machen wir den dritten Act. Mindestens anfangen. Einzig, was mich hier stört, hier wird es auch safe auch noch weitere Aufgaben geben. So, zum letzten Mal rote Ringe. Wobei ich die, glaube ich, in einem Level noch backtracken muss. Egal. Ja, zum letzten Mal rote Ringe, habe ich gesagt. Tatsächlich ist es jetzt dunkler geworden. Das finde ich auch gut, dass es so Unterschiede in den Acts gibt. Gab es ja auch in den anderen, aber es war sehr dezent. Es war sehr subtil. In den bisherigen Stages. Muss mal gucken, leider. Zu schnell speeden, ne? Mach Auge! Wahrscheinlich will ich da lieber hoch. Das hat oftmals keinen Nachteil. Aber ich glaube, roten Ring hat es mir trotzdem nicht gebracht. Muss der Wind so oder? Wir müssen einfach weitergehen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Hä, du hättest aus fünf verschiedenen Etagen... hä, von überall her? Hättest du kommen können in der Theorie? Hä, es geht doch in die Richtung. Nee. Was kommt davon, vom Erkunden hier? Das wirft mich hierhin, aber nicht dahin. So, was also gedacht? Das ist der erste. Schön. Mehr oder weniger alles richtig gemacht. Dafür, dass ich den Weg nicht kennen konnte. Sieht mal ziemlich kaputt hier aus.
Zerfällt Eggmans Traum so langsam? Wahrscheinlich hat das damit gar nichts zu tun, ne? Ich behaupte es gerne. Boah, sind die riesig. Und trotzdem suche ich mir einen Ast. So, da wäre noch ein Sonic Amy Weg gewesen. Da können wir tatsächlich einfach rüberfliegen, wie ich das so sehe. Deswegen machen wir das am besten auch. Hat nichts mit einem roten Ring zu schaffen. Ich sehe zumindest keinen auf Anhieb. Bum, bum, bum. Irgendwie mag ich die Atmo hier sogar noch ein bisschen mehr. Wisst ihr, was für eine Zone mal endlich ein Remake bekommen sollte? Starlight Zone. Irgendwie so ein Starlight Zone-artiges Level. So richtig nette Stadt in der Nacht, erfüllt von Leuchtzeugs. Nicht so in Casino-Stile, weil da könnte man sagen, ja, es gibt doch Casino Night und die ganzen Abklatsches. Die basieren ja grob eher auf Spring Yard. Aber Starlight ist doch eigentlich, hätte es mal verdient, ist an der Reihe. Starlight ist ja mal in der Reihe auch langsam mal irgendwie. Oder zumindest eine Zone zu bekommen, die halt ähnlich ist. Das meine ich. Aber Markus, es gibt auch die und die Zone. Ja, welche denn? Oh, wir haben sogar alle bis hierhin. Es ist so witzig. Also ich würde sagen, Freunde, halten wir fest. Die schwierigsten Verstecke bezüglich der roten Ringe sind in Ego City Act 1. Ego City Act 2 und 3 ist wieder leicht. Weiß nicht, warum das so ist. Hallo? Das geht so nicht. Eigentlich hatte ich es ja schon vorher, ne? Also deswegen. Das ist jetzt auch kein Schießen. Wieder so ein Weg. Und da oben sind halt wirklich Sachen. Warte, ich gehe mal runter. Das wirkt so ein bisschen wie Starlight, deswegen sage ich das auch. Komme ich da wieder vorbei? Ja. Warum nicht gleich so? So, wo ist der letzte rote Ring im Spiel? Wir sind im Ziel. Und wir haben ihn nicht gefunden. Mann! Muss ja irgendwo am Ende gewesen sein. Alles ein riesen Eggman-Gesicht. Ist der Final Boss. Wir gucken nochmal zusammen. Wir gucken uns das Level nochmal zusammen an. Um noch ein paar Goodies zu sehen. Können jetzt allerdings ein bisschen geschwindiger durchlaufen. So, nachdem ich die Main-Level gesehen habe, welche Zone gefällt mir am besten? Ich sag euch, welche der vier Weltenzonen ist mir egal, wie ihr es bezeichnet. Mir am wenigsten gefällt. Auf Platz 4 liegt für mich Dream Factory, die zweite Welt. Weil es oft einfach nur diese relativ ähnlichen Räume waren und ja, ist okay, ist nicht schlimm. Ist kein Reinfall oder so, aber hat mich nicht überzeugt. Dann wird's schwierig. Dann würde ich die erste Welt nehmen. Die, Obwohl, es ist halt... Ist es denn gut, dass diese Welt hier, die vierte, Ego City, so komplex ist? Macht die dadurch mehr Spaß? Boah,
Oh, ich glaube, das kann man so gar nicht verallgemeinern. Also, entweder stehst du auf etwas simplere Welten, dann findest du Welt 1 halt ein Stück besser. Oder du magst es mehr, wenn ein bisschen mehr geboten wird und ein bisschen komplexer ist und du ein bisschen mehr gefordert wirst. Dann bevorzugst du das hier. Aber mach das auch... Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Die dritte Welt war auch nicht so krass. Also gebalanced ist das Ganze schon ziemlich. So von der Qualität. Es gibt ja nicht irgendwie, dass da eins deutlich besser ist als das andere. Also ich schaff das nicht. Oh Baby, Tails. Ich muss mal nach oben, glaube ich. Da war ich auch drauf. Na gut. Hier war ein Ring. Ich will auf jeden Fall oben drauf. Das wäre ein sehr guter Punkt. Das schaffen wir, indem wir hier klettern. Was würde mir denn... Also die fröhliche Atmo der ersten Welt hat mir schon sehr gut gefallen. Ich glaube, die erste und die vierte Welt gefallen mir am besten. Die zweite am wenigsten. Ja, die dritte war aber auch... Das waren komische Verstecke und so in der dritten Welt. Mit diesen merkwürdigen Bahnen und so an der Seite. Ja. Will ich jetzt mal nicht so sein. Aber es gibt keinen Totalreinfall. Also die sind alle auf einem ziemlich ähnlichen Niveau. Der Ring kann ja nur daraus bestehen, dass du hier oben bleiben musst. Als ob der jetzt hier nicht war. Ah, also da hinten sehen wir schon das Ziel, ganz dick und groß. Kommt da nochmal eine Passage? Verdammt. Mit Tails da hoch. Dass man halt währenddessen nicht wechseln kann, ist halt blöd. Das wäre halt auch eine coole Idee, dass du halt, obwohl du auf einer Rail bist, halt den Knopf betätigen könntest und das Spiel ist halt pausiert, solange du rechts in diesem Charakterwahlmenü bist. Versteht ihr? Wir können ja nicht wechseln, weil wir uns gerade bewegen, aber dann frier doch in der Zeit das Spielgeschehen ein. Da muss man sich jetzt hier nicht so dumm umbringen. Da drüben waren wir, also gehen wir den Weg weiter. Was? Auch kein roter Ring? Wo ist er denn? Ey, wo ist er denn? Na gut, dann schneide ich euch das. So, wenn wir jetzt mal weder den linken Weg für die Flugparteien noch den rechten Weg für die Speedparteien gehen, bekommen wir in der Mitte den roten Ring. Einfach. Weil einfach ist, ist einfach manchmal ganz einfach. Leute, guckt euch das an. Wie stark ist das denn bitte? So, was wir jetzt noch haben, ist in Akt 3 diese anderen Aufgaben. Akt 4, der Final Boss, steht uns offen. Dann machen wir im nächsten Part das. Und hier sind halt noch weitere Aufgaben dazugekommen. Aber keine Sucherei, sondern nur Aufgaben. Hier auch. Machen wir das im nächsten Part voll, bevor wir zum Endboss gehen. Ich habe aber Angst, vermutlich gibt es in Ego City 1, 2, 3 auch noch Bonusaufgaben. Also die Aufgaben 7 und 8. Die haben wir jetzt so noch nicht freigespielt. Vielleicht ja, wenn wir das lösen. Also machen wir das erstmal. Das nächste Mal. Aber langsam nähern wir uns dem Ende. Also schaltet unbedingt das nächste Mal wieder ein. Ich sage bis dann und ciao.